Willkommen zurück zu Skyhaven. Wir sind im Jahr 1935. Es ist 20:16 Uhr. Ja, und in der letzten Folge habe ich genügend Geld gesammelt. $42.000. Roundabout. Wir haben auch noch mehr als genügend Treibstoff in unserem Depot. Wir haben auch noch genügend Fracht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal nichts mehr kaufen. Weshalb wir trotzdem natürlich irgendwie zum Schluss so um die $16.000 vorhalten müssen. Und beim letzten Mal habe ich es bereits angekündigt. Ich möchte den Flughafen umbauen. Ja, wir sind nämlich dabei zu erforschen fleißig und Dinge zu tun. Und jetzt haben wir das geteerte Vorfeld, welches wir nutzen können. Da haben wir dann auch mehr Dinge, die wir anbieten können, mehr Services. Na, das ist nicht nur Gepäck tanken und so weiter, sondern na, ich gucke nochmal rein, was können wir denn da überhaupt? Gepäck tanken, Flugkontrolle, Zustieg und Ausstieg plus Catering. Jetzt kommt die Flugkontrolle, die hatten wir da auch, genau. Abfallentsorgung, Wasserausgabe und die Reinigung kommt noch hinzu. Und das hört sich ja gar nicht schlecht an. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt eine Herausforderung. Denn wenn wir hier mal drauf gucken, also erstmal müssen wir es ausmachen und dann wollen wir das Ganze upgraden. Upgrade kostet $650. Wir haben 16 von den Vorfeldern mittlerweile. Ja, und wenn wir das jetzt upgraden, dann passiert Folgendes. Das Ding wird leider viel, viel größer. Wer hätte das gedacht? Das Ding wird einfach viel, viel größer. Und das führt dazu, dass wir jetzt alle einfach erstmal ausschalten. Ist ein bisschen Handarbeit. Aber die Musik entschädigt ja für vieles. Also bislang mit das Beste am Spiel ist die Musik. Schön rhythmisch. Man kann dabei auch ein bisschen entspannen. Zumindest ich kann dabei ein bisschen entspannen. So. Also, alles sind ausgeschaltet. Und jetzt kommt der große Bulldozer-Effekt. Wir werden jetzt diese Dinge hier entfernen. Das sind die Grasrollpisten. Und wir werden auch gleich die Straßen hier in between entfernen. Ja, man muss ein bisschen mehr reinzoomen, damit man hier auch nur das erwischt, was man eigentlich weghaben möchte. Oder, ja, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen abwarten. Ja, warten wir ein bisschen ab, bis wir das jetzt gleich verschoben haben. Achso, ja, hier hinten müssen wir natürlich auch noch das entfernen und jetzt machen wir Folgendes. Das hier wird auch noch kurz ausgeschaltet und kommt erstmal hier vorne irgendwo hin. Ist ja egal, ne? Wo es derzeit hinkommt. Das rollen wir auch noch weg, beziehungsweise bulldozern ist mal ganz kurz bort. Und dann sind wir fast an der Ausgangsposition wieder angekommen. Ja, warum machen wir das jetzt? Warum machen wir das? Weil wir gerade ja gesehen haben, dass die Dinger deutlich größer werden. Heißt, wir ziehen das jetzt einfach erstmal hier rüber. In der Hoffnung, dass es jetzt schon mal weit genug entfernt ist. Ja, wahrscheinlich ist es smarter, das schon noch viel weiter hier hinten erstmal irgendwo hinzupacken. Machen wir auch mal. So, zack. Ist jetzt ein bisschen Klickarbeit, aber es wird sich zum Schluss lohnen. Ich bin überzeugt. Und ja, ich will die Reihenfolge hier natürlich auch einhalten. Denn die Reihenfolge ist zum Schluss für unsere eigene Übersichtlichkeit wichtig. Damit wir auch wissen, welches Vorfeld wo ist. Weil je größer wir werden, also vom Flughafen, desto mehr müssten wir dann auch irgendwann einzelnen Services zuweisen, so als Zonen sozusagen. Und das möchte ich dann natürlich so machen, dass wir das übersichtlich haben. Ne? Also, was meine ich damit? Für die, die mich gerade nicht verstanden haben, weil ich mich wieder zu kryptisch ausgedrückt habe. Es ist so, dass wir die einzelnen Flugfelder einzeln einstellen können. Ne? Wir können sagen, das ist jetzt ein Flugfeld für geplante Flüge oder das ist eins für
ungeplante Flüge, ne, das Gegenteil davon. Wir könnten aber auch sagen, wir möchten bei den einen nur Passagiere abfertigen und die anderen sind nur für Fracht vorgesehen und dann können wir den einzelnen Flugfeldern auch verschiedene Services zuweisen. Zum Beispiel hier vom Flughafenterminal könnte man sagen, Feld 1 bis 4 sind dann diejenigen, die auch nur Passagiere abfertigen und 5 bis 16 ja, machen nur Gepäck, Luftfracht sozusagen. Und dementsprechend wäre das dann möglich, das anders aufzubauen. Und für sich selber effizienter zu gestalten. Darum geht es zum Schluss. So, also jetzt Upgrade. Kostet 600 noch was, haben wir gerade gelernt. Wobei, ja komm, wir machen das jetzt einfach mal. Wir können es ja gleich nochmal verschieben, wenn wir das denn wollen. So, es ist größer geworden. Und jetzt gucke ich auch hier nochmal rein. Denn wir haben mittlerweile auch eine Teer-Rollbahn. Kostet 3 Dollar pro Meter. Und dann würde ich doch den Rest hier auch einfach erstmal entfernen. Haben wir denn die... Ne, Graspistenabfahrt ist immer noch Gras und wir haben auch die Graspiste als solche noch. Was aber, ja, demnächst erforscht werden wird. Ich bin da sehr zuversichtlich. So, und jetzt nehmen wir das Ding hier nochmal und verschieben auch das nochmal ganz kurz hier irgendwo da vorne hin. Denn auch hier möchte ich jetzt natürlich erst einmal, dass wir das hier heranziehen. Ja, ihr seht schon, es ist ein bisschen mit Aufwand jetzt gerade verbunden. Aber das ist nicht schlimm. Aber es ist nicht schlimm. Ich finde es sogar ganz gut. So, ziehen wir es mal bis dahin. 1300 runter von unserem Konto. Ja, und jetzt werden wir gleich sehen, dass das relativ schnell nach unten gehen wird. Unser verfügbares Geld. Upgrade. Zack, als nächstes daran. Ja, und jetzt könnten wir so 5er-Spots eigentlich aufmachen, ne? Weil wir die ganze Fläche jetzt nutzen möchten. Heißt, wir nehmen hier das Nummer 5, deswegen habe ich das so angeordnet. Nehmen auch das hier hin. Zack. Ah, das ist natürlich nicht richtig, das müssen wir noch drehen. So ist es richtig. Herausragend. So, dich verschieben wir auch. Ich weiß gar nicht, kann man das hier mit Move irgendwie verschieben? Nee, kann man nicht. Also mit M. Das fehlt mir noch, dass man hier einfach per Tastendruck das ein oder andere direkt mal anschließen kann. So, dich wollen wir auch upgraden. Das passt aber noch nicht, deswegen lassen wir das ganz kurz und nehmen jetzt hier die Teer-Rollbahn. Und jetzt können wir dich upgraden. Und direkt hier dran werfen. Dann haben wir das gleiche Prinzip wie vorher. Ne? Von hier hinten wird rangerollert. Und dann können die hier lang und dann hier zur nächsten Startbahn sozusagen. Und von dort aus dann abheben. So, dann kommt jetzt die 9. Auch die werden wir ganz kurz noch drehen. Dann kommt jetzt die 10. Perfekt. Und dann wiederum die nächste Verbindung hier rüber. Und da kommt auch da eine Verbindung hin. Ja, also vom Geld her wird es, denke ich, noch passen. Und wir haben sogar die Möglichkeit, hier hinten noch weitere Ausbaureserven dann zu nutzen.
und das Ganze in die richtige, effiziente Richtung zu einem großen, tollen Flughafen auszuplanen. So, 15. Dann nehmen wir wieder die hier. Zack, 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 zack. Und haben dann zu guter Letzt das Ding hier noch, was wir da anschließen. Ja, und jetzt bin ich doch der festen Überzeugung, dass wir hier einfach noch die restlichen mit dran flanschen. Und dann haben wir jetzt insgesamt 20 Vorfeldparkplätze, noch 22.000 auf dem Konto. Werden jetzt hier natürlich auch die nochmal verbinden. Zack. Sieht gut aus. Ja, und dann könnten wir sagen, hier und da, ja, geht es dann da in Richtung Startbahn. Ne, weil das sind ja jetzt die wesentlichen Punkte. Hier kommen sie reingerollert, rollen dann da drauf und hier fahren sie dann, wenn sie möchten, weiter. So, und das hier ziehen wir natürlich auch noch einmal dahin und dann haben wir das da und haben das da. Und dann haben wir die Bahn angeschlossen. Perfekt. Perfekt. Ziehen wir da die Straße rüber. Das ist in Ordnung. Da drüben brauchen wir keine. Ich möchte dann hier drinnen gerne noch einen weiteren Bindungspunkt haben. Genau. Dann können die da lang und sich austoben, wenn sie es denn möchten. Und natürlich geht das dann hier unten auch lang in diese Richtung. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier wieder irgendwie hinkriegen. Ich habe es befürchtet, dass wir auch hier jetzt nochmal ran müssen. Ich habe es befürchtet. Ich war mir sogar sicher, dass das genauso laufen wird. So, wir können ja mal gucken. Das Ding müssen wir ja auch noch verschieben. Ja, bauen wir dahin das neue Terminal, beziehungsweise das Terminal, das ist ja nicht neu. Dann nehmen wir die Straße, natürlich nehmen wir hier die Straße. Na, von mir aus auch ein bisschen schräg, also es muss ja nicht immer alles ganz... Es muss ja nicht immer alles ganz symmetrisch sein, ne? So, theoretisch können wir den doch jetzt auch von mir aus da so hinbringen. Genau. So, und dann... Ja. Bisschen mehr Symmetrie. Bisschen. Wir kriegen das hin, Leute. So. Perfekt. Also, schmeißen wir das Ding wieder an. Ne? Jetzt dürfen wir nicht vergessen, dass wir die ganzen Sachen ja wieder anmachen müssen. Müssen wir immer ausmachen, wenn wir sie
denn auch bedienen möchten. So, und das müssen wir jetzt auch nochmal einen Ticken verschieben. Ich baue es mal hier so hin. Das könnte ungefähr passen. So, du gehst auch erstmal weg. Irgendwo hier an den Rand. Komm, hinfort mit dir. Ja, es ist ein bisschen Klickerarbeit. Aber ich denke, zum Schluss wird es sich lohnen. So, und hier kommt unser Treibstoffdepot. Das kommt jetzt auch da erstmal hin. Das hier entfernen wir. So, dann nehmen wir uns jetzt hier unsere Straße. Ja, ist nicht ganz gerade. Aber, ja, oh Gott. Es ist auch nicht ganz schlimm. So, jetzt habe ich das da einfach hingestellt. Das hier ist die Luftfracht. Natürlich könnten wir die auch hier hinbringen, ne? Das würde sogar mehr Sinn ergeben. Es würde sogar mehr Sinn ergeben, wenn wir das hier vorne irgendwo hinbauen. Weil dann sind die LKWs näher am Geschehen. Also auch hier hinten. Dann haben wir das nämlich wunderbar aufgeteilt hier an der Stelle. So, dann hätten wir noch das große Treibstofflager, welches auch von mir aus hier vorne hin kann. Soll da auch hin. Kein Problem. Dann haben wir das Handpumpentreibstofflager. Das können wir auch natürlich irgendwo hier vorne hinbringen. Das passt da dran. Perfekt. Dann nehmen wir unseren kleinen Turm. Wo ist er? Da drüben. Kommt auch daneben. Ja, im realen Leben würde ich das wahrscheinlich nicht direkt neben das Flugzeug bauen. So ein Treibstoffdepot lieber immer ein Stückchen weg. So, dann haben wir den großen Service-Hangar. Ja, der passt jetzt da natürlich nicht mehr dran. Ja, das habe ich mir gedacht, dass er da eine eigene Straße wieder baut. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee. Komm, hier rüber. Irgendwo da hinten hin. So, das ist gut. So, jetzt könnte er doch da dran passen. Hab ich's doch gewusst. So, kommt dahin. Der große. Dann haben wir hier das kleine Pendant dazu. Achso, den können wir auch zum nächsten größeren Upgraden für 2000. Ja, dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch und ziehen aber auch hier noch ganz kurz eine Straße in die Richtung. So. Haben wir ihn jetzt abgegradet? Ne, haben wir noch nicht. Aber jetzt. So, dann haben wir hier noch das letzte Stück, das ist für die Mahlzeiten, Catering, wenn man so möchte. Das packen wir damit hin. Kann dann auch alles abgefrühstückt werden. Ja, und das hier reißen wir ab. Und sind soweit happy. Ja, und da brauchen wir keine Verbindung. Das ist in Ordnung. Sounds alright for me. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt hier zu viel Traffic reinbringen. Deswegen machen wir jetzt noch Folgendes. Wir schließen das hier einmal so an. Ja, und dann ist alles gut. Jetzt fehlt nur noch, dass wir das Ganze wieder anmachen.
Und ich sehe hier irgendwelche Autos, die noch erforderlich sind. Na, guck mal hier. Luggage Cargo Hosting, not ready. Ja, ist nicht schlimm. Weil die haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Und jetzt bin ich gleich gespannt. Nicht, dass ich jetzt hier alles abgegradet habe und jetzt noch darauf warten muss, dass wir überhaupt diese Services noch erforschen müssen. Weil noch blinkt hier alles rot. Und die Verbindung an sich ist offensichtlich auch noch nicht da. So, die sind noch grün. Oder schon wieder grün. Ja, man weiß es nicht. So, jetzt kommen die Kleinen noch. Die machen wir auch eben an, also unsere Servicegebäude. Und jetzt hätte ich mal mitklicken zählen müssen, wie oft ich jetzt geklickt habe in dieser Folge. Aber im Grunde genommen haben wir alles angeschlossen. Wir haben alles angeschlossen, auch wenn das hier noch nicht als verbunden gilt. Aber ich denke, wir werden das Problem gleich lösen. Auf welche Art auch immer. Wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, was jetzt hier wieder das Problem ist. Wir werden es gleich lösen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir es schaffen. Tja, wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen, denn die 20 Minuten sind schon wieder rum. Gerne nach oben. Natürlich ein Abo, falls ihr keins haben solltet. Ihr könnt mir auf Twitter und Instagram folgen. Ihr könnt auch auf den Discord-Server kommen, wenn ihr mögt. Und ja, dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge hier oder bei einem anderen Spiel oder im Livestream bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.